Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde an Showdown. Ich war mit dem lieben Marc im Duo gegen Trio auf der neuen Map unterwegs. Hätte ich fast gesagt, alten Map. Es war die neue Map. Wir hatten eine sehr, sehr spannende Runde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Musst du machen, gerade, also wenn du zum Beispiel Pumpenspieler bist oder so, dann ist es das Geilste, was du machen kannst, wenn du hörst, dass er irgendwas in die Hand nimmt, eine Flash oder sonst irgendwas, immer entgegenpushen, direkt entgegenpushen, auch wenn es eine Nate ist. Und in dem Fall natürlich auch direkt gucken, nicht abhauen, sondern erstmal gucken, ob du ihn abschießen kannst. Geht das mit der Ping-Anzeige? Alter, Marc. Ich bin mich erschrocken. Säckchen? Ja. Graben. Das war das berühmte Haus, wo er durch die Decke geblutet hat. Oh. Da vorne gibt's einen Beetle. Punkte. Hier ist ein Säckchen. Haben wir eigentlich nicht den zweiten Hinweis geholt? Keine Ahnung. Weil ich in Gedanken bin gerade. Ich habe mir vorgenommen, dass ich irgendwann die nächsten Tage, muss mal gucken wann, einen Tag mit Randoms spiele. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Oh Gott. Ich bin wirklich gespannt, wie das wird. Furchtbar wird das. Meinst du? Ja. Fährt Richtung Reefs. Gehört, ja. Spiel am besten keine teuren Waffen. Nee, ich habe mir schon überlegt, wenn ich das mal mache, dass ich dann keine AFTO mit reinnehme. Ja. Also klar, es sind ja nicht alle scheiße, ne? Du kannst halt auch gute Runden haben mit vernünftigen Mates, aber viele sind dann halt, ne? Wenn sie tot sind, sofort Alt-F4. Ja. Ich glaube im Turm. Vom Turm? Ja. Hier vor mir irgendwo. Oben auf der Brüstung. Ja, aber ich sehe ihn nicht. Was macht der denn für Bewegung? Neues Team von hinten. Ja, das sind die Reefs-Leute.
muss mich zurückziehen. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Schießt du oder die? Die. Die machen den Boss. Das ist gerade meine geringste Sorge. Der eine ist halt genau auf mich zugecroucht. Hast du ihn? Ja, ja. Egal wo ich hinlaufe, es ist komplett scheiße hier. Hab noch einen. Nice. Einer ist direkt über mir. Andere schießt einer auf tot. Mich. Ja, ich führe. Warte mal, Ruhe bitte, Ruhe bitte. Hab zwei, Mann. Nein, hinten ist noch einer. Ärgerlich. Spark Sniper übrigens. Bewegt sich auch keiner mehr. Weißt du, aus welcher Richtung der Schuss kam? Ja, hinten, also im Gefängnis obendrauf, glaube ich. Oder aus dem Turm. Wobei, okay. 88 Meter, muss aus dem Turm, glaube ich, gewesen sein. Ja, aus dem Turm. Na, jetzt werden die wahrscheinlich hier irgendwo sitzen und mir auflauern. Aber du hast zwei. Ja, ja. Aber der eine ist zurückgekommen und wird den anderen wieder aufgehoben haben. Einer war halt der Ku Klux Klan Fuzzi. Und der andere war ein Tier 1, schwarze Haut, Melone, weißes Hemd mit dunkler Weste.
sind wir hier voll in so einen blöden Sniper-Duell reingeraten. Der hat mich geholt, der Secret. Es kann sein, dass der Solo ist. Aber es haben doch zwei die Bounty aufgenommen. Ah, sorry, habe ich nicht gesehen. Die laufen nach Norden weg. Ja. Hat dich eine WBK nie interessiert? Was ist denn eine WBK? Weißt du, was eine WBK ist? Nee. Ich auch nicht. Waffenbesitzkarte. Waffenbesitzkarte? Nee, nicht wirklich. Guck mal bitte auf der Karte, sind die weg? Ja. Na, nee, nicht so weit weg. Guck mal, Blitze. Ja, sieht aus wie beim Turm. Mhm. Ja, sind beim Turm. Ich hatte, ich habe tatsächlich bei der Bundeswehr sehr gerne geschossen. Es hat mir immer super viel Spaß gemacht. Aber so privat habe ich nie drüber nachgedacht. Okay, hier sind 2 K Lauterbach. Oh ja, danke schön. Einer ist gestorben, hast gehört, ne? Mm. Hier ist ein Eingreiftruck, braucht nix. Dito. Scheiße, hinten kommen wir gar nicht raus. Da läuft einer. Das ist aber einer nicht vom Bounty Team, glaube ich. Ja, die kämpfen alle da noch bei der Dings. Marc, ich versuche irgendwie ranzukommen, weil gegen Sniper, wenn die da Fight haben, es gibt nichts Besseres. Wieder einer gestorben. Hier oben liegt eine Bounty. Hab einen. Nice, ich guck. Da hinten ist drei noch Mann, einer. Drei Mann auf Nordwesten. Was? Noch einer gestorben, die gehören nicht zusammen, die drei Mann. Ja, die sind da hinten unten jetzt. Oh oh. Hier liegt ein Toter, kannst du Muni ziehen. Auch keine. Also einer ist ein lonely, einsames Loch. Ich guck Loch. Mal kurz. Die sind beide zusammen. Oh, da steht er. Einer tot, nur noch einer. Da sitzt er. Hinten im Busch. Nice. Hier, das war mein Killer, du Affenkopf. Und der hier war einer von denen, die ich vorher schon erschossen hatte. Ah, okay. Der hat dann eine Sparchi auch dabei. Ja. Oder hat der mich gekillt? Ich weiß es gerade nicht. Nee, er hat mich Sparchi gekillt. Sparchi und Seven Sides.
Ja, Admiral, du hast richtig gehört. Karl Lauterbach. Zwei Karl Lauterbach. Musst du mal gucken, Hier liegt noch einer. die Heilzombies, die sehen aus wie Karl Lauterbach. Hier, nimm dir eine Zorngeist mit. Ja, danke Hier schön. liegt noch einer. Wirklich, ne? Und du der Einzige hier mit einer Schrotflinte. Ja. Nicht einer hat Dings gehabt. Nee. Ich habe auch noch einen Beetle. Ja. Vielleicht ist ja bei Seven Sisters noch ein Dings. Käfig. Hier, guckt ihn euch an, den Karl Lauterbach. Es sieht genauso aus. Naja, so ähnlich. Sogar mit Brille, ja. Guck mal hier. Sieht halt wirklich so aus. Nein, jetzt hast du ihm den Kopf weggehauen. Ich wollte ihn doch nochmal zeigen. Ach so, Verzeihung. Na, nicht kaputt machen. Na! Ach Mann! Ich weiß halt jetzt nicht. Ja, ich habe die anderen da noch drinne. Da, ich müsste 4 Kills haben. Ja, der Karl Lauterbach, hab den gesehen. Da hatten fast alle eine Sniper dabei. Ganz, ganz komische Runde. Hat man auch selten, dass es dann auch so ausgeht. Ne? Normalerweise dauern so Sniper-Runden Ewigkeiten, aber da haben wir echt ein bisschen Glück gehabt, dass wir halt direkt daran waren und die wegmachen konnten und die da zwei, ich weiß nicht, was die letzten zwei da unten gemacht haben. Die waren ja völligst lost. Der eine, den konnte ich, das war praktisch ein Free Kill und der andere halt auch, den Mark da erschossen hat. Keine Ahnung, was die vorhatten. Die haben vielleicht gedacht, die haben da unten Schutz, aber hatten sie nicht, was gut für uns war. Naja, war richtig gut, dass die einen da Mark entgegengelaufen sind, dass er da unten in den Büschen gesessen hat. Wir hatten praktisch in der Runde sehr, sehr, sehr viel Glück, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Seid mir nicht übel, dass es heute wieder eine etwas kürzere Runde geworden ist, aber ich bin fix und fertig. Ich habe den ganzen Tag heute gestreamt. Ich habe heute Mittag auf Twitch gestreamt und heute Abend auf YouTube und jetzt schneide ich gerade noch das Video. Eigentlich wollte ich zwei heute schneiden, also eine Madison-Folge und eine Hand-Folge, aber das kriege ich heute nicht hin. Ich bin total am Ende. Ich bin so müde. Ich quäle mich jetzt auch gerade nur noch, das Outro hier einzusprechen. Bin froh, wenn das Video gerendert ist, ich noch ein Thumbnail gemacht habe und ich dann Frieden habe. Ja, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen, auch wenn sie wie immer, nicht wie immer, mal wieder ein bisschen kürzer war. Die heute oder gestern war ja auch ein bisschen kürzer. Es tut mir sehr, sehr leid, aber ich gucke mal, dass ich morgen wieder etwas Längeres schneide. Denkt an meinen Teamspeak, das ist unten verlinkt, genauso wie game.de. Die haben mir das heute, nee, die haben mir das extra zur Verfügung gestellt. Ihr merkt, wie durch ich bin. Könnt ihr jederzeit nutzen, könnt auch game.de gerne mal besuchen, gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root Server, Game Server, Web Server etc. sucht, seid ihr einer super Adresse. Ja, heute Mittag bin ich wahrscheinlich nicht on. Muss ich mal gucken. Marc hat Geburtstag heute. Da, bei ihm könnt ihr zugucken, wenn ihr Bock habt. Der wird sich sicherlich sehr, sehr freuen. Der macht aber nicht so lange, meine ich. Aber morgen bin ich wieder da. Und morgen gibt es ein Stream mit dem Daniel. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Daniel hat nämlich jetzt schon echt lange nicht mehr gespielt. Also Freitag ab 14 Uhr bin ich wieder für euch da auf Twitch, wenn ihr Bock habt. So, jetzt aber einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns spätestens morgen 9:30 Uhr oder dann morgen 14 Uhr auf Twitch. Oh Mann, sorry, es tut mir so leid für so ein furchtbares Outro. Haut rein, tschüss.